Noch steht er an der Seitenlinie bei den Mannheimern, Cheftrainer Patrick Löckner. Sein Nachfolger steht Stand heute noch nicht fest. Eine Entscheidung soll nach Angaben des Vereins innerhalb der nächsten 2 Wochen fallen. Der SV Waldhof in den weißen Trikots. 2 Minuten sind gespielt. Das ist Marco Höger. Nach vorne ist der Weg versperrt. Also geht's hintenrum über Anton Donkor. Mit technischen Problemen wie in Wiesbaden sofort in den Zweikämpfen. Gustav Nilsson. Vorbei an Segert, vorbei an Russo. Bartels macht die Tür zu. Erste gute Chance für die Gastgeber und erste starke Parade von Jan-Christoph Bartels, der für Timo Königsmann im Tor steht. Wie in Wiesbaden steht im Tabellenmittelfeld. Die ganz große Brisanz ist raus. Trotzdem legen die Hessen hier mit viel Power los. Goppel. Und wieder ist Nilsson da. Keine 8 Minuten gespielt und schon hat der Schwede die 2. Top-Chance zur Führung. Mannheim noch im kollektiven Tiefschlaf. Nächstes Beispiel knapp 2 Minuten später. Stefano Russo. Ballkontrolle sieht anders aus. Nilsson auf Hollerbach. Und der sucht sofort wieder seinen Zielspieler vorne drin. Gustav Nilsson 1-0. Der Jubel wird doch sofort unterbrochen. Abseits, sagt das Schiedsrichterteam. Auch wenn diese Einstellung nicht optimal ist, es ist wohl die richtige Entscheidung. Weiter 0-0 nach einem sehr guten Start des Teams von Markus Kauzinski. Nach etwas mehr als 10 Minuten merkt der SV Waldhof, dass die Sommerpause noch gar nicht angefangen hat. Martinovic auf Wagner. Das sieht doch schon besser aus. Fridolin Wagner mit der ersten guten Gelegenheit für die Gäste von noch Trainer Patrick Glöckner. Danach kehrt Ruhe ein auf dem Platz. Eine knappe halbe Stunde ist rum. Freistoß Mannheim, Marc Schnatterer, der Spezialist für genau solche Aufgaben. Schnatterer, traumhaft! Die Führung für Waldhof Mannheim ist nicht verdient, aber sie ist wunderschön anzuschauen. Marc Schnatterer, 36 Jahre jung, hat erst kürzlich seinen Vertrag bis 2023 verlängert. Mannheim darf sich also weiter auf solche Kunststücke des Altmeisters freuen. Wie sieht die Antwort von Wien Wiesbaden aus? Gute halbe Stunde rum, schöner Ball auf Hollerbach. Das Ganze kein Problem für Bartels, der Spielpraxis bekommen soll vor dem Finale im Badischen Pokal am 21. Mai gegen den Landesligisten Türkspor Mannheim. Es geht in dieser Phase hin und her. Das ist Marcel Kostli, zurück nach Gelbsperre und für Rossipal in der Startelf Fridolin Wagner. Der defensive Mittelfeldmann zuletzt gut in Form, unter anderem ja mit einem Doppelpack beim 2-1-Sieg in Osnabrück vor 2 Wochen. 7 Minuten noch bis zur Pause, jetzt kommt mal wieder Wien Wiesbaden. Nilsson sehr präsent. Goppel, der rechts außen, bekommt kaum Druck und sieht den guten Laufweg von Hollerbach. Benedikt Hollerbach, der bedient Wurz in der Mitte, 1-1. Der perfekte Abschluss eines perfekten Angriffs durch Johannes Wurz. Der Ausgleich geht mit Blick auf die Leistung in der gesamten ersten Hälfte in Ordnung. Verlat zu weit weg von Hollerbach. Wurz gewinnt den Zweikampf gegen Kostli. Und so geht es mit einem 1:1 Unentschieden in die Pause. Einfach mal hinsetzen, durchatmen, dann geht's weiter mit den zweiten 45 Minuten. Bei den Mannheimern ist Rossipal für Donkor neu dabei. Der SV Waldhof setzt die ersten Akzente. Marc Schnatterer, war da die Hand im Spiel bei Rieble? Er fühlt sich unschuldig, aus meiner Sicht richtig entschieden von Schiedsrichter Burda. Rieble bekommt den Ball an die Brust und nicht an den Arm. Mannheim erwischt den besseren Start in den zweiten Durchgang. Marcel Segert, Jesper Verlaat, beide am Montag Torschütze beim 3:1 gegen Duisburg. Marcel Kostli, der traut sich mal was, immer noch Kostli! Guter Versuch von ihm. Solche Szenen braucht Waldhof Mannheim häufiger. Mehr 1-gegen-1-Duelle, mehr Mut im Offensivspiel. Die Qualität in den eigenen Reihen ist da. Erneut die Gäste. Rossipal. Schöne Spielverlagerung auf Schnatterer. Dessen Flanken sind gefürchtet. An diese kommt Fridolin Wagner aber nicht ran. Auch wenn der Aufstieg in dieser Saison nicht mehr möglich ist, Mannheim hat als Tabellenfünfter noch ein Ziel. Und das heißt Tabellenplatz 4. Ein Sieg heute wäre wichtig, um möglicherweise noch an 1860 München vorbeizuziehen. Marco Höger.
Super Pass auf Kota. Liska ist da. Martinovic kommt dann einen Tick zu spät. Das ist die beste Chance für das Team von Patrick Löckner in der zweiten Hälfte bislang. Höger macht das klasse. Kota scheitert am stark reagierenden Liska. Etwas mehr als 10 Minuten noch. Das ganz große Feuer fehlt in dieser Partie, aber es bleibt spannend. Und es bleibt knifflig für Schiedsrichter Burda Hollerbach. Mal im eigenen Strafraum im Fokus, Handspiel ja oder nein? Der Unparteiische sagt nein. Und auch das scheint mir korrekt zu sein. Der Ball berührt den Bauch und nicht den abgespreizten Arm von Hollerbach. Die Schlussminuten von Wien Wiesbaden kommt in der zweiten Hälfte fast gar nichts in der Offensive. Aber auf einmal wird es noch mal gefährlich. Benedikt Hollerbach, einer der Besten bei den Gastgebern. Immer noch Hollerbach, Bartels muss ran, Patrick Löckner. Er hat aus Waldhof Mannheim einen stabilen Drittligisten geformt und ein Team, das jederzeit in der Lage ist, Spiele zu entscheiden. Die Nachspielzeit läuft schon. Hamza Sagiri, fast mit dem Lucky Punch. Was für eine Szene, was für ein Schuss des eingewechselten Sagiri. Da wäre Liska nicht mehr hingekommen. Das aber nicht mehr entscheidend, denn es bleibt beim 1:1. Patrick Löckner holt in seinem vorletzten Ligaspiel als Trainer von Waldhof Mannheim einen Punkt bei Wien Wiesbaden.